Yo, meine lieben Handysüchtigen, willkommen zurück zu Simulacra. So, wir haben jetzt rausgefunden, was da los ist, war mit Craig und Yolanda. Und der liebe Greg hat sich wieder gemeldet. Wahrscheinlich hat sich, glaube ich, Yolanda wohl. Ja, Yolanda hat sich bei ihr gemeldet, bei ihm gemeldet. Jetzt bin ich mal gespannt. Was ist dein Ding, ja? Ernsthaft. Wo ist dein Kopf? Yolanda hat mich gerade angerufen. Nun, ich wollte einfach die ganze Geschichte wissen. Nein. Mich interessieren deine Entschuldigungen nicht. Du hast eine Linie überschritten. Sie ist total sauer und verwirrt. Und du hast sie in den Dreck mit reingezogen. Nun, ich musste sicher gehen. Meine persönlichen Affären haben nichts mit dir zu tun, okay? Okay, ich habe Anna betrogen, okay? Nun ist es klar. Willst du also bitte aufhören, in meinem Leben herunterzuschauen und weitermachen? Nur weil du so nett gefragt hast. Jetzt hör auf und benutze deinen Kopf mal für eine Sekunde. That what's his face from Spark is just sticking around? Was genau weißt du über ihn? Er macht schlechte Witze. Welcher Idiot würde denn chatten, wenn jemand vermisst wird? Es scheint, dass ihm jede Art von Mitgefühl fehlt. Also den Finger auf mich zu zeigen, war alles seine Idee, hä? Und du sagst, ich bin derjenige, der Dinge verheimlicht. Ich würde mich nicht verwundern, wenn er irgendwelche Form von Krimi, der einen Hintergrund hat. Nun, er ist exzentrisch. Nun, ich werde mir keine. Schau, was ich jetzt gefunden habe. Was ist das denn? CBB Web World Tag, Related Link. After several arrests, we made linking the crimes that promoted to the popular dating app. Also es gab anscheinend irgendwelche kriminellen Sachen, die mit dieser App zu tun hat. Because I think we have huge change of result and then major rage. Wie wir potenzielle Partner treffen und so im Internet, Social Media, Sex fellow method. Plans such spark are making it easier to busy people to meet others. Okay, jemanden dabei zu treffen, natürlich. Es ist klar, man kann immer auch bei solchen Dating-Apps kann man immer irgendwen treffen, der total abgedreht ist. Das sage ich auch nicht. Okay, Cam, alles in Ordnung. Sah gerade so ein bisschen unscharf aus. Ich habe auch gerade gemerkt, dass ich mich ein bisschen rasieren muss, mal wieder, dass ich mich mal wieder rasieren muss. Christ, evolving, ja. Ja, gut. Ja. Er spricht über die erhöhten Risiken für Kriminelle in Spark. Bottom that brings you to the richer side. Das klingt grausam. Und es ist wahr. Nun, du sagst, er hat ein paar Leute gematcht bei Spark. Anna's Notebook hat gesagt, dass sie jemanden getroffen hat. Ich fühle, wir kommen dem nahe. Drück alle die Namen, die sie bei Spark gematcht hat, und sieh, was du finden kannst. Fick dich! Lass das! Find the truth. Kann ich dich was fragen? Anything, Buddy. Was ist denn mit dir? Warst du in der letzten Zeit in den Nachrichten? Nicht, dass ich mich erinnern kann. Wer würde schon mit so einem niemandem wie mir reden? Nun, da ist mir, als du eigentlich durchblicken lässt. Ist alles in Ordnung? Hat Greg dir irgendwelche Ideen gegeben? Ich vertraue dem Typen nicht. Und du solltest es auch nicht tun. Aha. Wir sind also ein bisschen. Okay.
Mark. Ja gut. Also, die können wir nicht fragen. Sonst ist aber keine online irgendwie. Ihr sagt nichts. Pff. Okay. Jabba hat uns auch noch nichts gebracht. Wer ist denn Brandon Kay? Verstehe nicht. Okay, jetzt nervt mein Handy so ein bisschen. Das nächste kommt erst ab. Also sie scheint auch echt runtergesaust zu sein, nachdem. Was sollen wir denn jetzt tun? Rebecca makes sure that Anderson never find out about. Okay. Ja gut, haben wir gemacht, ne? Alter, hör auf damit! Das Ding. Taylor's bug profile. Meine bug fixes improved profile pic charm increased by. So halt ab Rip Crest. Gut. Works at Fine Studios. Fine Studios, können wir da irgendwie was machen? Ferris, Kisses, CBB, Ferris, Iris, Spider, Spark, Copper Fit. Nein. Hätte a numbers of similar doesn't know if it's on. Variable data through sex fans that are. Search Tool. Ah, okay, aber ich weiß den Nachnamen nicht. First Name Taylor. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Wir gehen mal auf Jabbers. Taylor. Shit. Say Taylor, das hilft uns sehr viel. Verdammt. Pereira. Okay, Pereira. Taylor Pereira. Gut, Moment. Ah, Mist. Taylor Pereira. Oh Gott. Machen wir jetzt den Namen. Pereira. Sonst muss ich den Namen gleich mal ausschreiben, ey. Sechs Matches found. Ja, dann zeig. Er ist 22. Location ist gut. Oha. Ehrlich. Fine Studios. Jetzt warte doch mal. Ach ja klar, er hat doch hier bei Dings was geschrieben gehabt. Mit dem Zahnarzt. Taylor. Taylor, wo war das denn nochmal mit dem Zahnarzt? Du wirst nochmal Taylor finden.
Ich habe irgendwo Post gehabt, kennt jemand einen Zahnarzt da und da? Nein. Springwood. Springwood, okay. Gut. Ach Mann, das ist immer so. So. Taylor Pereira 22 Springwood. Record found. Das Internet vergisst niemals hier im Dings. Paver. Open and gross lewdness, also Lüstlein. Public sexuality, okay. Sehr schön. Kann ich davon nicht einen Screenshot machen oder so und ihm das schicken? Moment. Also kann ich mich auch so mit ihm weiter reden oder mit ihm hier? Oh. Ich kann also mit ihm jetzt gerade nicht reden. Okay, dann mal. Ich habe mit Johanna gesprochen. Das Girl, mit dem er fremdgegangen ist? Du hast geschafft, Kumpel. Also, wie ist es das? Er ist zu sehr ein Feigling, um einer weh zu tun. Ernsthaft? Das ist, was sie gesagt hat? Material ist zu weit hergeholt, ne? Er ist ein Arschloch, aber kein Krimineller. Und du glaubst, Greg hat nie irgendwas. Kannst du deiner Quelle vertrauen? Nun, du machst das so leicht auch mit uns hier. Hey! Greg ist im Verhältnis Anna vor, okay? Ich kann's fühlen. Was hat er dir denn jemals getan? Nichts. Ich denke mal, nur ich sollte derjenige sein, der Anna rettet. Ich meine, er ist meine Konkurrenz, oder? Wie kann ich mit ihrem Ex denn konkurrieren? Das ist kein Wettbewerb. Ich weiß, ich weiß. Nun, es hat als Eifersucht angefangen, aber ich glaube wirklich, dass der Typ verrückt ist. In der Welt aus der Welt. Du meinst wie du? Ich habe nichts zu verbergen. Du hast überhaupt nichts gefunden, oder? Aber wenn du hast, dann sag's. Spuck es aus. Moment, ich muss mich mal richtig hinsetzen hier. Nun, du bist ein registrierter Sex. Verdammt. Ich wusste es. Du hast das verdammte Register gefunden, ne? Ich weiß, es sieht schlecht aus. Ein Kerl aus Bagel, der ein Sexualstraftäter ist. Ich weiß es. Sexoffender. Aber hör mir zu, okay? Du hast 5 Sekunden. Okay. Ich mach's schnell. Ich will alle die Details. Okay. Es war im Einkaufszentrum und ich hatte ein riesiges Glas Eistee bevor. Ich musste auf Toilette. Also wirklich schön stimmen. Da war das Bar, der, da, da das Klo war geschlossen. Auf dem Flur, wo ich war. Und das nächste war wirklich sehr, sehr weit entfernt. Und dann? Nun ging ich in den Seitenstreifen und hab da halt hingepinkelt. Und diese Dame mit ihr Kind kam durch die Tür und ich war total, naja, nackt und nun. Und das Neueste, du weißt, naja. Und ein an. Ein. Ernsthaft? Das war also dein einziges Verbrechen? Du musst mir glauben. Du kannst mich schon. Du kannst mich. Kriminell nennen, aber ich will niemand anderen Person wehtun. Komm schon, du kannst mir vertrauen.
Ich finde es immer schwer, das zu glauben. Ich weiß, es klingt seltsam, aber das ist nicht so. Das geht nicht um mich. Ich muss echt strenge Regeln verfolgen, der NSFL. Dass ich zum Beispiel total gebrandmarkt bin. Weißt du, wie schwer es ist, einen neuen Job zu finden? Du kannst immer noch überlügen, oder? Nein. Niemals. Ich versuche mein Glück. Ich werde nicht mein Glück versuchen. Wenn ich versaue, gehe ich direkt ins Knast. Ich will nichts Illegales tun. Also das ist nur zwischen uns beiden, okay? Nun, richtiger Start, um eine Konversation zu beginnen. Hör auf, mich damit zu verarschen. Ich bin es ernst. Ja, mir. Ich kann es nicht glauben, was du gesagt hast. Ich habe gesagt, du sollst es niemandem erzählen. Was los? Greg. Er hat mich an Albert Jabber geaddet. Und er ist definitiv pissed. Wie hat er zum Teufel hat er mich gefunden? Nun, ich habe ihm vielleicht über dich erzählt. Gott verdammt. Oh shit. Er hat mich an seinem. Oh! Wir haben eine Gruppe. Taylor, ich got you now. Wer ist da? Wie hast du meine Nummer? Sei ruhig. Ich bin derjenige, der mit einer zusammen sein sollte. Niemand da? Halt dich da raus, Greg. Das eskalierte ja ziemlich schnell. Wie zum Teufel hast du meine Nummer? Nun, der Internet ist eine ressourcevolle Quelle. Insbesondere um Perverse wie dich zu finden. Wow. Vom Betrügen zum Stalken, ne? Kann jemand ihm den Award für den besten Freund ever geben? Was ich in meinem Privatleben tue, geht dich nichts an. Du bist derjenige, der sie da weggetrieben. Du bist der sie weggetrieben hat, okay? Wie wäre es, wenn ich meinen Fuß in deinen Arsch bewege? Ich denke mal, ihr verpasst den Punkt irgendwie, oder? Nun, wir waren auf dem Punkt, als dann dieser Schlau-Scheiße aufgetaucht ist. Hör mal zu, Mann. Anna wollte weitermachen, okay? Warum kannst du das nicht respektieren? Wäre mit jedem besser als mit dir, weißt du? Also, Mister, ich kann meine Hosen nicht oben behalten. Es wäre wohl eine bessere Wahl für Sie, ha? Huh? Na, wenigstens bin ich kein Krimineller. Oh, das ist ein Tiefschlag. Ja. Ja, jetzt Popcorn. Sagst du nichts? Ich bin noch nicht fertig mit dir. Was hast du Anna angetan, wenn du sie anfasst? Wie soll ich ihr etwas antun, wenn ich sie bisher noch nicht getroffen habe? Sie hat gesagt, dass sie jemanden aus Spark getroffen hat auf ihrem Notebook. Hast du vielleicht mal in Betracht gezogen, dass da mehrere Millionen andere Single-Männer sind wie ich? Natürlich habe ich das. Und ich fange mit dir an. Und das Handy packe ich jetzt mal weg, mein eigenes. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Keks hier. Das ist nicht wirklich schlau. Ich will sie einfach nur zurück. Nun, es gibt einen schlaueren Weg, das zu tun. Ah, wir verschwenden hier Zeit. Wo sucht der Klammer? Wollen wir nicht alles gleiche Ding? Gleiche Ding. Verschiedene Gründe. Ah, endlich kommen wir auf einen Nenner. Nein, ich stimme dir nicht zu. Du hast mich beschuldigt, alles weggeworfen zu haben. Hey, es ist nicht mein Fehler, dass sie dich verlassen hat. Nun, wir sind alle irgendwie schuldig, oder? Stimmt. Diskutierfähig. Wenn du so sein willst, bitte. Ich kann beweisen, dass ich im Ende nicht getroffen habe.
Fun-fucking-tastisch. Zeig mir. Meine Spark-Managers. Die sind alle hier. Ich will beweisen, dass Enno und ich uns niemals getroffen haben. Er sagt die Wahrheit. Nein. Ich will sie mit meinen eigenen Augen sehen. Kannst du noch nerviger sein? Ihr Handy. Sie hat ein paar Daten vor längerer Zeit gelöscht. Und sie hat es hier irgendwo auf dem Computer gebackt. Wenn du sie da reinkommst, dann haben wir alle so, wow. Ich glaube, du bist an irgendwas dran. Wenn du das schaffst, können wir gleich rausfinden, wer sie am Spark getroffen hat. Damn, das ist wahr. Es ist wahr. Fein, endlich. Konzentriere dich auf die Fakten. Das ist niedlich. Hast du irgendwas Nutzvolles zu sagen? Ich hab. Hier können wir ihr Büro irgendwie anrufen. Herumfragen. Und jemand dazu bekommen, ihren Computer zu benutzen, oder? Was für eine doofe Idee ist das denn bitte? Ich sage, ich werde jetzt reinlaufen und es selbst tun. Das wird einfach sein. Lass uns die Office anrufen. Excellent. Sie hat vielleicht Freunde, die man ausdrängen kann, dass sie ihren Computer geht. Wir haben hier genug Zeit verschwendet. Ich spiele keinen Schaden mehr, wenn es um was so Wichtiges geht. Zweifelt an mir? Ich schlage eine Alternative vor. Sollten wir das diskutieren? Ich habe genug von euch zuzuhören. Ich gehe einfach rein und mache den. So einfach. Das ist zu rücksichtslos. Lass mal einen indirekteren Weg finden. Ruf einfach einen ihrer Arbeitsfreunde an. Ich kenne sie besser. Sie hat keine Freunde auf der Arbeit. Und was macht dich sicher, dass du ihren Computer einfach so nutzen kannst? Taylors Idee ist die beste. 2 zu 1. Und das ist, wie Demokratie läuft. Ich fühle, wie wir zu NSYNC würden. Fein. Okay. Aber nur nebenbei. Ich spiele keine Spiele mit euch, Witzen. Tut, wie ihr wollt. Ich gehe sowieso. Aber wir machen gerade Fortschritte. Aber myself, ja. Ich tue es meinen Weg. Ich schwöre. Wenn ich damit, dass ich sie. Ehrlich, ey. Okay. So, that just happened. Das ist halt was passiert. Oh. Look, sorry for the outburst. It's not meant for you. I just want to make things right. And I gotta do it on my own. If we met under other circumstances, maybe we would have got along. I doubt it, but there is a possibility. There, I said it. Penner. Nun, das ist wohl passiert. Das hat echt Spaß gemacht. Ich kann mir nur vorstellen, was du machen, wann du deine Freizeit tun würdest. Nun, Hinweis ist aber nice. Wir müssen wissen, wem einer von Arbeit nahe ist. Check mal die E-Mails. Vielleicht kannst du sie lesen und das wird klasse. Nun, der Boss ist irgendwie ein Arschloch. Nicht dein Boss. Jetzt. Hier ist ein Typ, der sie belästigt. Belästigt. Ah, perfekt. Wir können das benutzen. Bist du bereit für etwas Bestechung? Ich glaube, ich denke, was du denkst. Benutze die E-Mail gegen ihn. Sag ihm, dass du ihn anzeigen wirst. Bedrohe ihn. Mach, dass er sich schlecht fühlt. Keine Ahnung. Frag ihn, dass er also tut, was er will. I can work with that. Damit kann ich arbeiten. Wenn er Kontakt hat, dann, wenn er Kontakt hat, dann los geht's. Boah. Oh, it works. Sorry, sorry. No need to respond. Just want to try to call Anna's phone, see if it's working.
been trying to get it, and I finally did. I guess next is to find her? Yeah. So yeah. Bye. Stimmt, er hatte ja bisher nicht die Handynummer von Anna gehabt. Und dank Greg hat er sie jetzt. So Leute, ich würde mal sagen, ich beende die Folge dann mal für heute. Beim nächsten Mal kümmern wir uns mal ein bisschen um Murph und sehen zu, wie wir an die Sachen an den Computer kommen. Oh, ich kann gerade nicht aufhören, ich schwöre, ich nehme die ganze, das muss man eigentlich auch sehen, an dem, wie ich gerade bin und so, dass ich eine Folge nach der nächsten aufhöre. Ich kann einfach nicht aufhören, das ist echt geil, das Spiel, auch interessant. Ich hoffe trotzdem, dass es euch irgendwie gut gefällt, auch bei meinen schlechten Übersetzungen. Jedenfalls wäre es super, wenn ihr ein paar bewerten könntet. Denkt auch an den roten Kopf der Handysüchtigen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao!